Kuckuck, ihr Lieben, da bin ich mit einem neuen Schleim-Video. Heute möchte ich mal einen Crunchy-Slime machen mit Raindrops und ich bin mega gespannt, wie der wird und ich sage euch, was wir dafür brauchen. Wie immer brauchen wir natürlich Kleber. Ich habe den Cleopatra von Amazon. Dann möchte ich auf jeden Fall Rasierschaum mit reinmachen, damit der schön fluffy wird. Und wir brauchen die Kochsalzlösung. Wir brauchen Natron und natürlich Raindrops. Die habe ich schon eine ganze Weile hier liegen. Ich wollte unbedingt mal einen Schleim mit Raindrops machen und jetzt habe ich dran gedacht und jetzt werde ich einen Schleim mit Raindrops machen. Eben habe ich auch schon einen Schleim gemacht. Das ist jetzt dieser. Der ist richtig schön weich geworden. Ja, das Video dazu wird dann auch online sein und ich würde sagen, wir starten. So. Gut, und dann werden wir zuerst einmal natürlich, wie immer, den Kleber hineingeben. So, machen wir schon mal ein bisschen was rein. Ups, Mann, das ist aber immer schwer, dieses Riesenteil. Ein bisschen unhandlich. So, wisst ihr, was ich vergessen habe? Farbe, wir brauchen Farbe. So, heute kommt mal ein Rosa hier rein. So, wir haben Kleber und wir haben Farbe drin. Das Ganze wird jetzt schön verrührt. So, wir müssen eh noch ein paar Mal rühren. Also reicht das jetzt. So. Dann würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen Rasierschaum rein. Oder ein bisschen viel. Mal gucken. Jetzt wird das Ganze hellrosa, weil der Schaum weiß ist. Aber das macht gar nichts. Das ist immer noch toll. Mittlerweile stehe ich schon immer, wenn ich Slime mache. Denn wenn ich sitze und dann das Stativ auch noch vor mir, das ist immer ganz schwierig. Denn man muss wirklich unglaublich viel rühren. Und nachher, wenn das Ganze zum Schleim wird, dann muss man ganz besonders viel rühren und dann wird es auch natürlich immer schwerer mit dem Umrühren, wenn es schleimig wird. Oh, und draußen ist so warm. Hechel, hechel. So, ich überlege gerade, wann ich die Raindrops hineingebe. Ob ich das zum Schluss mache? Ich denke wohl. Wir machen jetzt erstmal den Slime. Die Farbe ist richtig toll, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich habe hier die Lampe an. Ich mache das mal eben aus. Hm, nee, auch nicht besser. Das ist ein richtig schönes, helles Rosa. Richtig cool. Und wir zoomen mal noch ein bisschen rein für euch. So. Haben wir hier einen schönen Slime. Beziehungsweise haben wir noch keinen Slime. Aber eine schöne Masse. Ich mache noch ein bisschen Rasierschaum rein. Ja, man merkt, dass es schon... naja, so ein bisschen, das ist so, oh, wie so Soft-Eis. Das fühlt sich echt toll an. Die Farbe ist auch cool. Da würde man am liebsten reinbeißen. Darf man natürlich nicht, ist ja wohl logisch, ne? So. Auf jeden Fall ist das Ganze fester schon durch, durch den Rasierschaum, durch das Rasierschaum, durch den, der, die, das Schaum. Wisst ihr Bescheid? Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So, weiter geht's mit ein bisschen Natron. Ein bisschen. So. Und wieder rühren wir das Ganze um. Ich sag euch, da kommt man in Schwitzen. Aber der sieht cool aus. Ich hoffe, der wird was. Das ist echt schön. Und mein Slime, den ich eben gemacht habe, der ist so ein bisschen dünn. Also so ein bisschen weich, aber das sollte so. Aber der wird hier, glaube ich, fluffiger. Und ja, schauen wir mal. Jetzt kommt nämlich das Beste, die Kontaktlinsenlösung, damit das Ganze zum Slime wird. Und ihr seht, das verbindet sich toll miteinander. Das ist gut.
Und das wird wirklich schon gleich schwerer mit dem Rühren. Ich finde es immer toll, ne, wenn sich das so miteinander verbindet. Oh, das ist so geil. Guckt mal, das ist so cool. Und ihr kennt das. Wir geben immer wieder was rein, bis wir der Meinung sind, das Ganze ist fertig. In der Regel ist es dann der Fall, wenn das nicht mehr so an der Schüssel klebt. Ne? Ihr seht, das sieht schon ganz gut aus. Ich rühre das Ganze mal jetzt kräftig um. Dafür muss ich das wirklich jetzt mal auf meinen Schoß nehmen und ordentlich rühren. Ich bin gleich da. So, das Ganze sieht so aus. Das ist schon ganz gut. Und der ist so fluffy, ich sag's euch. Richtig genial. Er ist noch ein bisschen was klebrig, wie ihr seht. Das heißt, wir geben noch ein bisschen was rein von der Kontaktlinsenlösung. Aber dann dürfte das gleich fertig sein. Oh, ist der fluffy. Oh mein Gott! Da will ich gar keine Raindrops reinmachen. Der ist so fluffy. Oh, wie cool! Oh nein, das wird toll! Upsa! Hilfe! Sorry, Leute. Okay, ein bisschen muss noch rein. Der klebt noch ein bisschen. Aber der ist echt fluffy. Wow! So, ich habe den Slime mal befreit. Und der ist so fluffy. Oh mein Gott! Das kann man schon richtig hören, oder? Oh Gott, ist der schön! Oh Gott! Ich sollte mehr Slime mit Rasierschaum machen. Das ist ja großartig. Oh mein Gott, ist der toll! Ich möchte da gar keine Raindrops reinmachen, aber das probieren wir einfach aus. Oh Gott, der ist so toll! Hier mal der Vergleich. Ich meine, das ist jetzt hier wirklich mit Rasierschaum. Mit sehr viel Rasierschaum, wie ihr gesehen habt. Der ist richtig fluffy. Und hier ist zum Beispiel ein Slime. Oh, ich möchte das jetzt nicht durcheinander kriegen hier mit den Farben. Den habe ich vorhin gemacht und der ist ganz anders. Der ist einfach schleimiger, ne? Der ist nicht so fluffig. Der ist mit Buddies Schaum gemacht und der ist einfach anders, aber auch richtig toll, ne? Aber ihr seht, und man hört vielleicht auch den Unterschied, ne? Das sieht man aber auch. Oh, nein, nein! Die dürfen sich nicht verbinden. Die dürfen sich nicht miteinander verbinden. So, jetzt bin ich hier total eingeschleimt. Oh Gott, Moment! Oh, ich bin so in love mit diesem Slime. Der ist so, so genial geworden. Oh mein Gott. So mega, mega genial. Richtig fluffy. Ich möchte da gar keine Raindrops reinmachen. Aber gut, das war das Ziel. Also muss ich da jetzt durch. Oh Gott, und der ist so schön. Hört ihr das? Das ist ja wohl mal genial. Oh Gott, ist das toll. Also der Slime ist richtig toll geworden. Ich bin total verliebt. Na gut. Dann werden wir mal gucken, wie wir das jetzt machen mit den Raindrops. Ich gebe einfach mal ein paar dazu. Ich befürchte, dass der Slime dann nicht mehr so schön ist. Aber das war jetzt ja einfach mal das Ziel. Das machen wir jetzt mal. Wir gucken mal, ob das auch haften bleibt. Oder ob die dann rauskullern. Das gucken wir einfach mal. Schön sieht's aus. Von den Farben passt das natürlich gut.
schön. Das scheint gut zu klappen. Ich denke, da macht man natürlich noch mehr rein. Ich kann mir vorstellen, wie ihr das auch seht, dass die auch einfach wieder rauspoltern. Das seht ihr ja. Deswegen würde ich das jetzt so belassen und nicht mehr reinmachen. Ihr seht, dass das wieder rauskommt. Ne? Vielleicht muss man die Teile direkt in den Kleber schon gleich einrühren. Das kann natürlich sein. Ich habe es jetzt so probiert. Ich bin aber auch sowieso nicht so ein Fan davon, Sachen in den Slime reinzugeben. Denn das fällt generell eigentlich raus, egal was man da reingibt. Das habe ich auch schon in anderen Videos gesehen. Gerade hier solche Sachen, die ja auch ein bisschen ja, härter sind oder wie sagt man, schwerer. Ja, ist schade, weil der Slime ist echt so gut. Aber wie gesagt, die werden mit der Zeit einfach rauspoltern, wie ihr das seht. Ne? Da kommen sie wieder raus. Ich zoome mal ein bisschen aus. Von dem her ist es in Ordnung. Ich lasse das, ich gebe nicht mehr dazu, denn ja, das sehe ich jetzt mal als gescheitert an, wenn da die Dinger wieder rausfallen. Das macht für mich jetzt wenig Sinn. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn die rauskommen, denn ja, ich mag es ohne eigentlich mehr. Der ist einfach zu schön und deswegen hoffe ich, dass ich die alle wieder rauspoltern kann. Ihr seht, die fallen ja auch raus. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn man Slime hat, der dann ständig beim Kneten irgendwas verliert. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten ist der toll geworden, der Slime. Ohne Raindrops gefällt er mir aber besser. Definitiv. Und ich würde sagen, das war's auch. Beim nächsten Mal werde ich mal was anderes probieren. Ich wollte eigentlich mal einen Slime machen mit Pailletten. Und da könnte man Glück haben, dass die drin bleiben, weil die ja, dünner sind und vielleicht gleich in den Kleber mit reingeben. Ihr dürft mir gerne Tipps geben. Vielleicht habe ich hier auch was falsch gemacht. Aber ich habe das bei anderen auch schon gesehen, dass das im Grunde sowieso alles wieder rauskommt. Ja. Das ist mein Slime, mein schöner, ja, Crunchy Slime kann ich es eigentlich nicht nennen. Ihr seht, die fallen fleißig raus. Seht ihr das? Aber hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich finde den Slime sonst echt cool. Ja, und ich habe nichts dagegen, wenn die halt nach und nach hier rauskommen. Vielleicht pulle ich mir die auch nachher wieder raus. Denn ich finde den Slime ohne... besser. Ja. Ich würde sagen, bis... Wir gucken mal, ob wir noch hier meine schöne Schnecke hinkriegen. Naja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Da bin ich noch mal ganz kurz und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die ganzen Raindrops wieder rausgenommen. Das geht, das könnt ihr machen. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Mir gefällt das nicht. Ich habe es euch einfach jetzt mal gezeigt. Mir gefällt der Slime einfach so besser. Und ja, wie gesagt, wenn man da irgendwelche Sachen einarbeitet, na klar kann man das machen. Das machen auch viele. Für das Video selbst ist es sicher dann auch interessant. Aber im Grunde ist der Slime dann einfach unpraktisch. Meistens fällt einfach alles raus. Ne? Das habt ihr gerade gesehen. Ich habe hier wirklich einen richtig tollen Fluffy Slime. Der mir jetzt einfach viel besser gefällt, ohne diese Raindrops. Und das wollte ich euch nochmal zeigen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr da einfach mal ausprobieren wollt, was kann man in den Slime mit reingeben, sei es jetzt Raindrops oder ja, Pailletten würde ich ganz gerne auch beim nächsten Mal ausprobieren. Dann gucken wir einfach mal. Die werde ich dann einfach mal direkt mit in den Kleber geben. Ja, aber mit den Raindrops fand ich das jetzt nicht so schön. So, das wollte ich euch noch mal kurz gezeigt haben. Ich finde den Schleim richtig toll. Also der ist richtig schön fluffy. Und ich würde sagen,
bis zum nächsten Video. Ciao.